Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners, und heute sind wir in Indien. Paul John, unpeated, exclusive for Germany, Cast Nummer 2868. Es gab insgesamt 285 Flaschen der Bremer Spiritosenkontor hat zwei Fässern insgesamt ausgesucht. Die waren dort in Indien. Die haben hier diese 2868 ausgesucht und die haben auch 4914 ausgesucht, was ein getorfter Whisky war mit 59,2, und wir haben einen 59,4. Abgefüllt am 2.12.2017. Und es gab eine Gesamtsumme von 156 Flaschen aus einem Bourbonfass. Einen Bourbonfass, ein First Fill Bourbonfass, umfasst 200 Liter. 200 Liter durch 0,7 bedeutet 285 Flaschen kann man maximal aus einem Fass rausholen. Nun, es waren nur 156 über. Das heißt, wenn meine Kalkulationen richtig sind, ich habe einfach die maximalen Flaschen geteilt durch die jetzige Flaschen und dann habe ich einfach gesehen, wie viel übrig waren davon, heißt es, dass da 45,6% Angel Share war. Das ist tierisch viel. Whiskey Base 111315, also ein Alter wird hier nicht angegeben, denn in Indien werden die Dinge ungefähr viermal schneller wie in Schottland gereift. Also wenn ich jetzt hier sage, dass es eine vierjährige Indian Whisky ist, das ähnlich wie eine 16 Jahre alte schottisch. Aber wer kauft eine vier Jahre alte Whisky, der einen Preis von 100 Euro hat? So, ganz, ganz schwierig zu finden, aber es ist nicht unmöglich, den noch hier zu finden. Wie ich sagte, exklusiv für Deutschen abgefüllt. Der Bremer Spirituosenkontor hat diesen zwei Fässern rausgesucht. Ich werde dennoch einen Vergleich heute anstellen, denn ich habe hier Paul John Unpeated Indian Single Malt Whiskey Brilliance. Bei Paul John gibt es den Brilliance, unpeated, also kein Torf. Es gibt den Bold mit Torf und es gibt den Edited, eine Mischung aus diesen zwei. Also deshalb habe ich nur den Brilliance hier. Ein Edited hatte ich mal, habe ich ganz, ganz am Anfang von meiner Whisky-Karriere gekauft und habe probiert, dachte, nicht meins. Ging weg, zum Glück, durch alle möglichen Flaschenteilungen. Aber ich muss sagen, diese Flaschen hier sind, oh wow, das ist eine tolle Farbe heute. Also schön, schön, schön mit meinen Lichtern, die ich denn da habe. So, ich brauche noch ein Glas. Ich schenke mir auch was hier ein. Ich muss irgendwann mal was gleich machen hier. So, ich habe ein Problem, dass meine Flaschen immer ein bisschen kippen hier drauf, aber das geht heute. Ja, das habe ich doch nun umgebaut, das hat mich ein bisschen gestört, aber die Farbe finde ich genial heute. Hier habe ich natürlich Fassstärke, hier habe ich 59,4%, da muss ich gleich ein bisschen Wasser hinzutun, aber ich möchte erstmal ein bisschen vergleichen, denn wie oft kriegt man diese Möglichkeit, hier ein Single Cask aus Indien mit einer normalen Core Range Abfüllungen zu vergleichen. Ich habe diese Möglichkeit bisher noch nie im Leben gehabt. Stimmt nicht. Ich habe von Malts of Scotland eine Single Cask gehabt. Der war total lecker. Aber damals hatte ich, glaube ich, nur den Edited und damit war es kein guter Vergleich. Wow. Also. Boah. Also, ich weiß nicht, was ich jetzt hier in der Nase habe, aber ich weiß, es war sehr, sehr komplex. Ich habe Safran, was absolut, glaube ich, noch nie mal ein Whisky war. Ich habe auch trotzdem diesen Zuckerrüben-Sirup da drin. Ich habe da Zederholz gehabt. Und ich habe auch noch einen Hauch von einer Vanille-Mais, also Bourbon-Note habe ich auch gekriegt. Interessant.
Boah, der ist so intensiv, der ist so kräftig. Das ist wirklich wie eine Essenz, als ob man das runtergekocht hätte und da bleiben nur noch diese kräftige Konzentrat da drin. Wahnsinn. Okay, Paul John Brilliance. Wesentlich angenehmer, erstmal, weil es weniger überfordernd ist, hier eine Nase das zu haben. Und der Paul John ist erdig. Nicht torfig, also ich habe tatsächlich ein bisschen Erde hier. Und ich kriege auch ein kleines bisschen ein Krautmoment, aber frische. Also ich bin hier in Norddeutschland, ich arbeite in Dithmarschen und bei Glückstadt ist der größte zusammenhängende Kohlanbaugebiet und immer wieder hat man einfach schlechte Kohlköpfe, die gibt man die Schafen und so weiter. Und da diesen Geruch von diesen Kohlköpfen hatte ich da. Cool. Also, ich gehe hier hin erstmal. Ich nippe einmal. Ich habe ganz viel Speichel im Mund. Wie Julia Noray mir das auch versucht hat beizubringen. Wow. Der ist gut. Der ist echt gut. Wow. Also ich habe eine Person gelesen, der das auch blind versucht hat zu verkosten. Er hat einmal das reingetan mit dem Peated. Er hat gesagt, das wäre nicht eine Isle Whisky, sondern es wäre eine Festland-Peated Whisky. Also wie ein Glenfiddich hat manchmal ein Peated oder sonst was, hat ein paar Peated Whiskys. Er war nicht ein typischer Isle, aber er war gut. Und der sagte, das ist eine sehr komplexer Speyside. Er wäre nie auf die Idee das zu sagen, das war ein indischer Whisky. Da ist auch was Erdiges da drin. So, ich mache einfach mal ein bisschen Reinigung von meinen Geschmacksnerven. Ein bisschen Reset hier. So. Der ist gut. Der hat echt einiges zu bieten. Wow, ist der komplex. Trotzdem, da ist der Gerste zusammen mit dem Holz, zusammen mit diesem erdigen Moment, zusammen mit dem ein bisschen Vanille auch dazu. Richtig, richtig schön. Also eine super schöne, komplexe Whisky. Also sehr zu empfehlen. Auch Samples sind davon zu bekommen, wenn ihr wollt. Auf meiner Sample-Liste. Aber wir gehen hier nun zurück. Versuchen wir mal unser Weg hier dran, das ein bisschen besser hinzukriegen. Dass es mich und meine Geschmacksnerven nicht überfordert. Oh, Vanille kommt mehr und mehr durch. Oh, der ist gut. Wow. Also das ist hier. Ich habe neulich, glaube ich, was war das? Glenrothes, The Whiskey Cask, ein 30 Jahre alte. Und da war was anderes. Da habe ich als halbwegs genießen können. Da war irgendwas anderes hier von First Editions. Und der war einfach zu viel für mich. Das überstieg meine Kapazität, momentan Whisky zu genießen. Ich weiß, dass es eine gute Sache ist, aber es war so gut, dass ich gar nicht dahin kam, das dann bewerten, schätzen zu können. Hier komme ich langsam mit. Hier kann ich sagen, ich entdecke Dinge da drin. Ich bin bei dem Kuchenteig, bevor er gebacken wurde. Aber eher ein Bio mit viel Getreide-Kuchenteig. Maische. Ja, meine Maische. Das ist das, was es so manchmal ist. Okay, gut. Da kommt das super schön durch. Ein Single Malt aus Indien. Also kriegt man nicht in Indien, kriegt man noch niemals offiziell in Dänemark oder Österreich oder Schweiz oder Holland. Denn das war ein Exclusive for Germany. Tolle, tolle Flasche. Gab es eine tolle auch Verpackung dazu. Ich kriege einen Hauch von Pfefferminz. Also dieser Whisky ist absolut der Hammer. Also toll ausgesucht. Keine Ahnung, wer das ausgesucht hat, Jungs, dort bei der Bremer Spirituosenkontor. Aber ich kann euch einfach mal bestätigen, absolut erstklassige Arbeit.
Gefällt mir außerordentlich gut. Genau das, was ich vorhin gesagt habe. Ich bleibe bei Safran, das, was ich vorher hatte. Safran, ich bleibe hier bei diesen Zuckerrübensirup. Ich kriege auch sogar ein bisschen Marshmallow da drin. Und ich habe auch diesen Süßholz. Der ist absolut schön. Also ein richtig, richtig geniale Whisky, Leute. Falls es diese Flasche noch gibt, also 100 Euro damals für eine Fassstärke aus Indien. Es ist eine Menge Holz, aber ich glaube ganz ehrlich, das Zeug ist eine gute, nicht Investition, aber ein guter Einkauf. Jetzt kriege ich einen Haufen dieser Pfefferminz bis hin zu ein bisschen Haufen Menthol. Bis zu Anis fast. Okay. Wow. So dürfte Whisky meiner Meinung nach schmecken. Vielleicht ist es gerade deshalb für mich so bombastisch toll, weil es für mich fast eine Mischung ist aus einem super schönen alten Bourbon gereifte Malz, also Single Malt Whisky, also schottische, und Bourbon. Denn die ganze Zeit entdecke ich mehr und mehr Bourbon-Noten da drin. Meine Karamell und ein bisschen hier tatsächlich mein Tabakblätter. Und ich entdecke sehr, sehr viel von meinem guten Bourbon da drin. Wow. Super. Also 1 minus. Nicht oft, dass ich 1 minus gebe. Also eine richtig, richtig schöne Sache. Preis-Leistung, 100 Euro, Leute. Einen 3. So, einen 3 ist immer noch, wo ich empfehlen kann, das zu kaufen. Also 1, warum hast du es nicht schon gekauft? Von wegen Geschmack. Und auch Preis-Leistung gebe ich so gut wie nie. 2 gebe ich immer wieder mal. Sollst du schon kaufen? 3 darfst du schon kaufen. 4, naja, muss man nicht kaufen. Und 5 ist, warum wurde das Zeug überhaupt auf den Markt gebracht? Und auch da hier muss ich einen gesunden 3 geben, was für Preis-Leistung. Ich glaube, ich gebe selten für ein 3 für ein 100 Euro teurer Whisky. Ich glaube, ups, in diese Richtung muss ich gehen. Also hier mein Redbreast, der ist auch um die 150 Euro. Habe ich auch ein 1 plus, glaube ich, sogar gegeben. Und der hat auch ein 3 plus nur gekriegt für Preis-Leistung. Nur zu sehen, welche Kategorie da ist. Der ist nicht so gut wie mein Redbreast. Der Redbreast ist definitiv besser. Deshalb hat er 1 plus und der hat ein 1 minus hier gekriegt. Aber immerhin, das Zeug ist richtig, richtig gut. Also eine klare, klare Kaufempfehlung. Mir schmeckt es hervorragend. Gut, meine Frage des Tages ist, habe ich auch nicht oft gefragt, was ist deine Lieblingswhisky aus Indien? Mein neuer Lieblingswhisky aus Indien habe ich gefunden. Es war früher der Single Cask hier von Malts of Scotland. Der war absolut genial. Also der ist auch sehr, sehr, sehr gut. Aber einen guten Single Cask ist da nichts verglichen mit hier, oder das ist hier nichts verglichen mit einem guten Single Cask aus Indien. Und der ist echt einfach genial. Amrut hat bisher bei mir das noch nie überzeugt. Auch diese Greedy Angels fand ich auch nicht so toll. Aber das hier ist absolut mein Ding. Wow. Vielen Dank. Liken, abonnieren, immer wieder auf meine Sample-Liste schauen. Und natürlich, denn da morgen kommt ein neues Video, beziehungsweise denn dort Sonntagabends 21 Uhr meine Livestreams und meine Amazon-Seite klicken, was anderes kaufen. Und das hilft immer wieder. Ciao, bis morgen.